vielleicht 12 Uhr mittags. Bin schon 2 Stunden wach seit 10 Uhr. Um 6 Uhr habe ich mich hier hingelegt ins Auto. Oh, und um 10 hat die Sonne so reingeballert, dass ich wach geworden bin. Oh, naja, gut. Jetzt kann ich nicht einschlafen und um 5:30 beginnt mein nächster Dienst wieder. Anschließend muss ich ja auch noch, also morgen früh, ist ja dann meine Wanderung. Schon gestern aus der Kaserne raus, nachmittags zur Arbeit. Also erstmal einkaufen gegangen, Lebensmittel und so, weil ich ja nichts habe hier. Dann zur Arbeit, meine 12-Stunden-Schicht gemacht, dann heute Morgen hier ins Auto. Oh, 10 schon wieder wach geworden. Ich hoffe, ich kann noch mal 1, 2 Stunden schlafen. Und dann gehe ich nachher ins Fitnessstudio. Nur zum Duschen. Nicht zum Trainieren. Genug trainiert. Oh, morgen früh gegen 6 Uhr geht es dann wieder mit der Wanderung weiter. So, haut rein, ihr Strolche. Ich versuche noch ein bisschen zu schlafen aber bei der Hitze. Macht's gut. Dicke Finger im Wege. So, wir haben Montag, den 17.06. Wir sind hier wieder in Göttingen am Bahnhof. Jetzt geht es wieder nach Mühlendorf am Inn oder so hieß das. Und von da aus geht es dann weiter Richtung Tittmoning. Oh. Irgendwie fühle ich mich heute gar nicht gut, aber egal, so viel Stress. Wir kriegen das schon gebacken. So, es geht jetzt los, also haut rein, ihr Strolche. Wir sehen uns. So, sind wir hier in Nürnberg. 1 Stunde Aufenthalt, dann geht's weiter. Ah, wir müssen mal jetzt frühstücken. Ja, das Wetter ist halt ganz angenehm. Wir brauchen nicht viel dabei. Also, wenn es heute Nacht kühler werden sollte im Zelt, dann habe ich Pech. Ich habe nämlich vergessen, eine Jacke einzupacken. Aber egal. Und auch den Teddy-Pullover, den schwarzen, den ich das letzte Mal dabei hatte, habe ich auch nicht mit. Ach, deswegen, hat so viel Gepäck dabei von der Bundeswehr, Rucksack und den ganzen Kram, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Ich hatte nicht mal Zeit gehabt hier bei der Rolei, bei der Kamera, mit der ich gerade filme, hier die Belichtung und alles einzustellen, damit das und auch hier den Bildstabilisator, dass das nicht immer so wackelt beim Gehen. Oh, ich alles noch keine Zeit, mal müsste ich mich erstmal durchlesen und das muss ich mal irgendwann machen. Also die Qualität wird genauso bescheiden wie beim letzten Video, beim letzten Marschvideo. So, jetzt will ich erstmal essen. So, München Hauptbahnhof. Mal wieder hier in München. Mein zweiter Wohnsitz. So, aber jetzt geht's weiter mit dem Zug. Nochmal 1,5 Stunden bis nach Mühldorf am Inn. Ach, und dann ziehe ich die Jacke aus, dann ist es ziemlich warm. Und dann beginnt der Marsch. So. 14.25 Uhr. Jetzt sind wir wieder hier am Bahnhof Mühlendorf am Inn. Mühldorf, nicht Mühlen, Mühldorf am Inn. Also auch egal. So, heute machen wir 20 Kilometer, schön locker leicht. Aus der Hose rausatmen, alles kein Problem. Und morgen werden das dann auch ca. 20 Kilometer. Wir wollen das mal ein bisschen
ruhiger angehen lassen. Hatte genug Stress gehabt die letzten Tage und deswegen ein bisschen mehr Pause machen, ein bisschen mehr das Wetter genießen, in Ruhe sich einen Platz suchen zum Schlafen und das war's. So, Leute, es geht los. Wir sehen uns. Bis später. Oh, willkommen zurück. Die ersten 5 Kilometer haben wir geschafft. Und zwar sind wir hier in Polling. Ja, da haben wir noch 15. Ja, schön Zeit lassen, schön langsam, alles gut. Das drängt uns ja keiner.
vorne, die Bergketten, das müssten eigentlich die Alpen sein, glaube ich, weiß es nicht genau. Aber ich kann es ja mal einblenden, wie die Berge heißen. Die ganzen Namen da von den ganzen Bergketten, keine Ahnung, aber ich blende es mal ein, wen es interessiert. Weitergehen. Also die fahren hier wie die gesenkte Sau. Ja, also das ist schon nicht mehr normal, ey. Also die fahren wirklich schlimm. Echt. Meine Herren. Und vor allem so dicht. Ja, siehst du es? Wo ich bin auf dem Grün und wie dicht die fahren. Ah, er fährt jetzt weiter rüber. Teilweise waren die so schnell und so dicht an mir vorbei. Also, wenn ich noch eine Vorhaut hätte, jetzt hätte ich keine mehr. Echt, das ist zum Kotzen, ey. So, wollen wir doch mal über die Bundeswehr reden, ne? Was da so war. Also, ja, ich habe mit dem Oberstleutnant gesprochen, weil ich ja gerne hier, ich weiß nicht, 330 oder 300 Tage, keine Ahnung, also 10 Monate gibt es, kannst du so eine Art Wehrübung machen, wie das, was ich jetzt gemacht habe, da brauchst du aber einen festen Posten für. Und ja, der Oberstleutnant meinte, das wird es natürlich nicht im Heimatschutz geben, einfach nicht in dem. Und ich habe gedacht, das ist mir egal wo, Hauptsache ich kann dahin. Weil wenn das so klappen würde, würde ich kündigen und würde die letzten 3 oder 5 Jahre, mal gucken, ja, bis zur Rente, würde ich dann da verbringen. 10 Monate was tun, 2 Monate frei. Also, sprich, arbeitslos machen. Ja, natürlich denke ich auch darüber nach, ob es so das Richtige ist. Ne, weil ich ja gar nicht so der Meinung bin, wie meine Kameraden. Ne. Hatte ich ja schon mal drüber gesprochen. Ich finde nicht, dass der Russe mein Feind ist. Ne. Der Amerikaner hat ihn in die Enge getrieben. Ja, und der Westen auch, die NATO. Ne. Osterweiterung. Ne. Ihr wisst Bescheid, was ich meine. Ja, dann dürfen sie sich nicht wundern. Ja, dann wollen sie noch die Ukrainer in die NATO einbinden. Also logisch, dass er das nicht mitmacht. Ja. Naja, aber wie gesagt, Politik. Ja, und selbst bei der Bundeswehr, also jetzt Gefechtsdienst, was ich da hatte, wir sind ja alles Reservisten. Das ist ja alles lockerer, wird ja nicht so ernst genommen. Ja, wir haben es alle geduzt, was ja so normalerweise, ja, in einem Ernstfall oder wenn du richtig feste dabei bist, ist das ja nicht so, dann, ne? Dann duzt du die Vorgesetzten ja nicht. Sowas machst du nur als Reservist, was ich auch ganz gut finde, ne? Da kann man lachen und alles, das ist supi. Vor allem habe ich da so einem Hauptmann gesagt, pass mal auf, du kommst nachher mal mit und schiebst mich an, ja, mein Auto ist auf dem Parkplatz. Er ganz erschrocken geguckt, wieso, geht nicht, springt nicht an? Ich dachte, nein, war nur Spaß. Ich wollte nur mal dem Hauptmann Befehl geben. Deswegen hat er gelacht. Also das ist alles so ganz easy. Es gibt aber auch welche, soweit war das ein Stabsfeldwebel. War noch ein junger Kerl. Ja, der hatte mich da dann angeflaumt. Was heißt angeflaumt? Aber so eine komische Art. War ich gerade am Essen gewesen, habe mein Essen eingenommen mittags. Ja, und da war ich wohl ein bisschen nah da an dem Essensausgabenwagen, obwohl, ist ja nicht verboten. Und da hat er gleich zu mir gesagt, treten Sie mal ein bisschen weg bitte, ja. Also in so einem ganz blöden Ton. Ja.
Der Penner hätte mein Sohn sein können. Also, wenn das nicht mein Vorgesetzter wäre, in Anführungsstrichen, hätte er welche gefangen dafür, für die Frechheit. Das ist natürlich so, wo ich mir dann sage, ja, was ist, wenn ich das jetzt wirklich mache, ja, mit diesen 10 Monaten? Kann ich mir was sagen lassen? Ja, oder ist das eine Qual für mich? Oder es gibt ja auch Frauen bei der Bundeswehr. Ja, es gibt ja auch welche, die einen viel, viel höheren Rang haben wie ich, die mir was zu sagen haben, die meine Töchter sein könnten. Komme ich damit klar, wenn die mir was sagen? Ja, alle solche Sachen, wo ich mich ehrlich gesagt sehr schwer mit tue. Aber das musst du natürlich machen, wenn du die 10 Monate da machen willst. Kann sich ja nicht alles um mich drehen. Ja, jedenfalls, Oberstleutnant meinte dann, er würde mir eine E-Mail schreiben. Dann machen wir nochmal einen Termin aus und besprechen das nochmal. Gemeinsam. Ja, mal sehen. Das Tolle war auch gewesen, ich habe, als ich in der York-Kaserne war, in Stadt Allendorf, in der Stadt Ollendorf, da bei der Artillerie-Bataillon damals, da habe ich wieder alte Unteroffiziere und Stufze getroffen, die, der Spieß zum Beispiel vom Heimatschutz, ja, der kam mir entgegen, hat da Leute begrüßt, das Oberstabsfeldwebel, und der am Grinsen habe ich gedacht, irgendwo kennst du den her. Ja, erstmal überlegst du ja, kennst du den vom Sicherheitsdienst, kennst du den, was weiß ich, irgendwo. Ja, und dann ist mir das eingefallen, nein, aus der Kaserne, aus der York-Kaserne. Und dann habe ich ihn erstmal vorsichtshalber drauf angesprochen. Ja, und dann hat er, ah ja, da war ich, ja, ja. Ich habe ihn gemerkt, das ist so eine Art wie Fremdschämen, ne, weil er wusste gar nicht, wer ich bin. Und ja, dann habe ich halt abgebrochen, gesagt, ja, alles klar, ne, noch einen schönen Abend, ja, Ihnen auch. Ja, dann gab es Kameradschaftsabend und der Spieß, der hat gegrillt, und als ich mir dann Kartoffelsalat abgeholt hatte und eine Krakauer, da sagt er, schreit er mich schon an und sagt er zu mir, du bist so der Verrückte, der morgens um 5 Uhr mit einem schweren Rucksack noch 10 Kilometer gelaufen ist und dann morgens nochmal mit uns nochmal mitgelaufen ist, die 5 Kilometer. Ja, habe ich gesagt, ja, da bin ich. Ja, ich erinnere mich an dich. Ja, geil. Ich habe noch alte Fotos, ja, wo die alle noch drauf sind. Also war wirklich toll. Da hat es mir gefallen bei denen damals. Naja. Naja, auf jeden Fall. Ja. Muss ich selber nochmal überlegen. Und dann ist es ja auch so. Ich bin ja kein Heuchler, was mir nicht gefällt, das sage ich offen raus. Und bei dem Kameradschaftsabend hatte ich ja sowieso 3-8 auf dem Kessel. Und da habe ich denen alles so gesagt, von der Politik, was ich davon halte, was sie mit der Bundeswehr machen und von der Politik her und. Ja, habe ich ja alles gesagt. Und der Oberstleutnant stand ja auch dabei. Ja, und der war ja nicht betrunken. Weil es gibt ja eine Sicherheitsüberprüfung dann nochmal. Ja, dann gucken sie wohl auch bei Facebook rein, was du so schreibst und keine Ahnung. Ja, aber alles, was ich so schreibe, das habe ich auch da erzählt. Also, der Oberstleutnant weiß so alles Bescheid. Ja, kann schon sein, dass sich da sowieso schon alles erledigt hat. Ja, dass sie mich deswegen schon mal nicht nehmen, wegen meiner Meinung. Aber das ist nicht schlimm, wenn sie mich nicht nehmen, dann nehmen sie mich nicht. Ja, aber ich will nicht, dass es nachher heißt, ich hätte mich verstellt und dann hätte ich eine ganz andere Meinung. Nein, das ist nicht so. Und das Beste ist ja,
es hat mir keiner widersprochen. Es hat ja keiner gesagt, ach komm, was du da erzählst, das ist doch Blödsinn, was erzählst du da für einen Mist? Und nein, die waren alle meiner Meinung. Die trauen sich halt nur nicht den Mund aufzumachen. Das ist das Problem. Oh, eine Scheiße, ey. Voll der Regen erwischt, aber alles kam runter. Hose, Schuhe, nass, alles. Und es sieht nicht so aus, als wenn es besser wird. Jetzt hat es gerade mal aufgehört zu regnen. Oh, es hat ungefähr 45 Minuten geregnet. Und ich habe mitten im Wald gestanden. Meine Herren. Es fängt schon wieder an zu tröppeln. Die Sonne kommt wieder raus. Da hinten ca. 2 Kilometer der Wald. Da will ich hin. Oh, jetzt gleich 8 Uhr, also 20 Uhr. Aber ich habe einen Verdacht. Vorne ist eine Absperrung. Das könnte wegen dem Hochwasser sein. Und da es ja eben gerade geschüttet hatte ohne Ende. Hoffentlich komme ich da hin, wo ich hin will. Naja, sehen wir gleich. Ah, wir waren gerade in Garching an der Anz oder sowas. So. An der Alz. So. Jetzt sind wir gerade hier Wald an der Alz. Das Dörfchen. Beenden wir jetzt auch. Unterführung gesperrt. Alpaka ist frei. Oh, ich bin ja sowas ähnliches wie ein Alpaka. Warum ich meine Klamotten noch anhabe? Weil ich will, dass sie trocknen. Deswegen. Damit ich die trocken wegpacken kann. Meine Hose ist auch wieder die Beine. Die waren ja klatschnass. Fangen jetzt auch schon an trocken zu werden. Die sind zwar noch feucht, aber nicht mehr nass. Aber gar nicht so schlecht. Oh, 20:43 Uhr. Ich finde mal wieder nichts. Alles nass. Aber nicht feucht oder so, sondern du säufst mit deinem Zelt ab. Es geht bis zum Knöcheln runter in das Wasser. Dann war noch der Weg auf einmal gesperrt, wo ich durch musste, weil sie da eine Brücke sanieren. Da habe ich dann einfach die aufgemacht, den Bauzaun und durchgegangen. Und auf der anderen Seite, wo ich raus bin, wollten sie ihn gerade zumachen. Haben mich dann ganz schräg angeguckt, aber haben nichts gesagt. Die Bauern sind alle noch unterwegs. Hier zum Beispiel, seht ihr, hier ist alles schön gemäht. Du kannst mich ja hier nicht hinstellen. Oder Bauer hier umherfährt. Muss mal gucken, was wir machen, ja. Sieht jetzt heller aus, wie es ist. Ist schon fast dunkel. Hier, die Bank nehme ich mir jetzt zum Pennen. Ist mir jetzt egal. Ich finde nichts anderes. Ja. Hochsitz. Ich hoffe, dass jetzt Herr Förster heute nicht kommt und rumschießen will. Und ich hoffe, es regnet nicht. Sieht zwar grau aus alles, aber willst du machen. Aber die Bauern sind alle unterwegs. Das ist ja das, was mich so ärgert. Bleibe ich hier oder suche ich mir noch was? Heide Witzka. Gucken. Ich war gerade in einem Gasthof und habe gefragt, ob die ein Fremdenzimmer haben. Na, hatten sie früher mal, heute nicht mehr. Ja, das ist alles zum Kotzen. Ne? Brennnessel.
glaube, ich bleib hier. Mückennetz und dann ist es in Ordnung. Probieren es aus, fertig. Jetzt ist es ein bisschen dunkel, ne? Hier ist meine Alufolie auf der Bank. Leider könnt ihr die Wolken nicht sehen. Ne? Das sieht auf dem Display so schön aus, aber alles grau. Hoffentlich regnet es nicht. So, werde ich mich gleich mal reinlegen. Ich habe dann hier noch einen Müllbeutel. Da packe ich gleich meine Turnschuhe. Die ziehe ich nämlich nicht aus, die lasse ich an. Ich packe die hier rein, dann meine Füße in die Plastiktüte. Scheiße, es fängt an zu donnern, zu blitzen, zu nieseln, wird gleich regnen. Meine Herren, meine Herren. Jetzt sitze ich hier auf der Bank, habe meinen Regenponcho an und ich will hier nicht weggehen, weil die Bank ist aus Holz. Und ich nehme mal an, dass das gut ist für den elektrischen Strom. Meine Herren, meine Herren. Wir haben 23 Uhr. Oder so. Aus nieselt. So, 4:07 Uhr. Oh, ich bin klatschnass, bis auf die Knochen. So, es ist 4:15 Uhr am Morgen. Ich bin total nass, sogar der Schlüpper, die Socken, alles nass. Ich habe ja Ersatzsocken. Und Ersatzschlüpfer, aber ich kann die ja hier als nirgendwo wechseln. Weil ich ja nackig hier rumstehen. Es sind jetzt noch 16 Kilometer bis Tid Morning, bis zum Bahnhof. Die werde ich jetzt durchreißen, so dass ich ja, so um 9 oder sowas, vielleicht ja, 9 oder 10 Uhr da am Bahnhof bin. Und dann fahre ich zurück, werde keine Übernachtung mehr machen. Also ein bisschen Power, ein bisschen Gas geben, weil ich habe keinen Bock mehr, hier noch eine Erkältung zu holen oder so. Alles nass, ich weiß nicht. Ich hoffe, es wird die Sonne. Ich hoffe, die Sonne kommt raus und es wird warm, weil mir ist arschkalt, arschkalt. Aber gestern waren es 24 Kilometer, die ich gelaufen bin, weil ich ja noch nur Unterkunft, weil ich ja noch einen Platz gesucht habe, wo ich schlafen kann. Ja, die Parkbank, die war total aufgeweicht, das war so altes Holz. Und dann hat es gedonnert und geblitzt. Mein Herr, ich habe sogar als Vater unser gebetet, weil das alles über mir war. Und ich dachte, mein Gott, das Einzige, wo ich froh war, ist, dass die Dings aus Holz war, die Bank komplett. In der Hoffnung, dass das ja dann nicht leitet, auch wenn es so nass war. Keine Ahnung, ob es geleitet hätte, der Strom, oder nicht. Jetzt auch egal. Aber irgendwann, sobald ich warm werde wieder, muss ich trotzdem erstmal was Warmes essen oder beziehungsweise was trinken. Weil ich habe auch gestern nichts mehr gegessen. War einfach so zu kaputt von allem.
Alles klar, wir sehen uns, Leute. Ich zeige euch mal hier die schöne Landschaft. Alles neblig. Ach, leider könnt ihr das auf der Kamera nicht sehen. Aber da sehe ich die Alpen richtig schön. Ich stelle mich da vorne mal hin. Dann gucken wir mal, wie die heißen. Ich blende das mal ein. Die Bergkette heißt. So, ich komme langsam auch wieder in Temperatur. Aber noch habe ich kalte Hände. So, ich blende mal ein, wie die heißen. So, wir haben 6.30 Uhr, oh, die Sonne scheint, es fängt langsam an, meine Klamotten zu trocknen, den Schlüpper und die Socken, die wechsle ich dann heute Abend, wenn ich einen Zeltplatz finde. Und ja, ich bin am Überlegen. Ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt schon nach Hause zu fahren. Also wenn ich mich jetzt beeilen würde, könnte ich brauche ich nicht mal zu beeilen. Um 10.45 Uhr fährt ein Zug zurück nach Göttingen. Ja, da wäre ich dann nachmittags da. Also, das ist nachmittags, abends, so nachmittags. So gegen 8, 9 Uhr. Aber ich habe keinen Bock. Ich will nur ein bisschen bleiben. Und deswegen nehme ich den Zug, den ich mir vorgenommen habe gestern. Ach ja. Aber wenn ich jetzt irgendwo was finde, irgendwo im Wald einen geilen Platz, ist mir egal, dann mache ich jetzt schon Schluss. Dann baue ich mein Zelt auf, gebe hin und laufe die restlichen 10, 11 Kilometer dann halt morgen früh. Dann stehe ich halt um 4 auf oder um 3, ist mir auch egal. Aber ich werde jetzt kein Dings mehr verpassen. Einen schönen Platz. Keinen Bock wieder zu suchen. Gestern dann im Schlafsack auf der Bank, circa eine Stunde, 15 Minuten geschlafen. Und dann hat es angefangen zu nieseln und zu donnern. Blitzen und das ganze Gedöns. Dann habe ich schnell alles zusammengepackt. Rucksack auf dem Rücken. Regenponcho drüber geworfen, über mich und den Rucksack. Dann habe ich mich oben auf der Bank, auf das Rückenteil, habe ich mich gesetzt, die Füße auf die Bank und dann in der Hocke mich klein gemacht. Und dann halt sowas mal so, dreiviertel Stunde, bis der Regen zu Ende war, oder eine Stunde, keine Ahnung, abgewartet. Oh, dann habe ich den Rucksack wieder aus, habe auch den Regenponcho noch angelassen und habe mich dann so auf die Bank gelegt. Ja, und die war nicht ganz schmal. Ich musste mich immer festhalten, dass ich da nicht runterfalle. Also ein schöner Schlaf sieht anders aus. So. Ja, es ist sogar 7 Uhr und nicht 6.30 Uhr, was ich gesagt habe. Ja. Ja, habe ich euch sogar schon wieder angelogen. Alles klar, ich gehe mal weiter. Ich habe doch beim Bäcker war ich und habe da was gegessen. Aber was Warmes habe ich noch nicht im Bauch. So. Ah, schönen Dank. Rentlertrupp. Hier eine schöne Bank. Da hinten gibt es eine öffentliche Toilette, da komme ich gerade her. Konnte ich mich mal schön lösen, konnte Zähne putzen, mich waschen, also alles wunderbar.
werde ich erstmal schön ausgiebig frühstücken und mich ausruhen. Oh, schön. Danke, Rentnertrupp. Ah, wirklich sehr nett von euch. So, da ist die Straße. Hier wird ja wohl keiner herkommen. Es sind aber noch 8 Kilometer bis zum Bahnhof. Aber hier ist alles Moos. Könnte eigentlich ein guter Platz sein, ja. Hier sind zwar auch Reifenspuren, aber der Bauer, was will der jetzt hier? Hat man unter was anderes zu tun. Hoffe ich. Kaputt machen kann ich hier auch nichts. Weil hier wächst ja nichts, außer Unkraut. Ich probiere es mal aus. Okay, muss morgen früh halt 8 Kilometer noch latschen, aber hier der Platz sieht ganz gut aus. Ist, auch wenn hier die Straße ist. Aber was will der Bauer hier? Kann man nicht vorstellen, dass der hier herkommt. So. Und hier irgendwo ins Moos hier da hinpacken. Wir haben zwar jetzt gerade mal 8:30, aber egal. Würde ich sagen, dann legen wir mal los und bauen das mal langsam auf. Mal gucken, hier so mit ihr mal seht, wo die Autos sind. So, fangen wir an. Oh, was, 18 Uhr. Habe geschlafen von, ich glaube, 9 Uhr morgens bis um 13 Uhr. Da war hier drin eine Hitze. Weil wir hatten 30 Grad. Da bin ich wieder eingeschlafen nach einer Stunde und jetzt um 6 Uhr wach geworden. Ich mache mir jetzt was zu essen und hoffe, ich kann noch mal schlafen ein bisschen. Ich werde so gegen 3 Uhr aufstehen in der Nacht. Weil wir haben ja noch, oh, keine Ahnung, 9 Kilometer, 8 Kilometer, keine Ahnung. So. So. Es ist 3 Uhr. Alles einpacken. Zelt zusammenpacken und dann geht's weiter. Wir haben ja noch 10, 8 Kilometer, 9 Kilometer vor uns. Ach ja. So, mach's gut. Kleiner Platz. Danke fürs Pennen. So, ich muss hier raus, Lin. Mücken kommen schon wieder in Schwärmen an, wollen mich beißen. So, es ist 4.34 Uhr und wir hauen ab Richtung Bahnhof. Aber ich muss aber die Kamera ausmachen, ich muss erstmal wieder raus aus dem Wald. Nicht, dass ich noch auf die Fresse falle. Wieder feucht alles vom Tau. Alles klar, Leute, wir sehen uns. Macht's gut, bis gleich. Ah, weg hier, Viecher.
Also, die ganze Zeit war ich auf der Straße. Deswegen die Lampe. So können die Autofahrer mir jedenfalls ausweichen, wenn sie mich sehen. Und ich muss nicht zu weit in den Graben rein. Ist gerade dabei, dass die Sonne aufgeht. Und wir haben 18 Grad. Ja, das ist natürlich sehr schön. Deswegen habe ich auch nicht geschwitzt und auch nicht gefroren im Zelt, sondern es war ganz angenehm. So, ich laufe jetzt im Durchschnitt von 6 km/h, also 5,9. Weil ich bin irgendwie ausgeruht. Ne? Also der Rücken fühlt sich gut an, die Beine und die Füße, die gehen fast von allein. Das macht natürlich riesen Spaß. Ich muss euch mal kurz drehen. So, von der Seite. So, und das nutze ich jetzt natürlich aus, auch wenn ich eher am Bahnhof sein sollte. Lieber zu früh als zu spät. Ich weiß, dass in einer Stunde oder anderthalb Stunden wird die Kraft wieder ein bisschen nachlassen und da geht die Geschwindigkeit auch wieder runter. Aber ich nutze halt jetzt die Power und die Kraft aus. Es ist wirklich schön, es ist ruhig, es ist warm. Ja, aber ich stinke natürlich wie ein Iltis, weil erst gestern also, oder vorgestern vom Regen überrascht, nass wie bis auf die Haut. Morgens um 4 weiter gewandert bis um 9. So war ich wieder trocken. Dann bin ich ins Zelt, habe ich Zelt aufgebaut und habe im Zelt um 9.30 Uhr im Zelt gelegen. Da war es dann sehr schön. Ich habe gepennt bis um 14 Uhr und dann hatten wir innen drin über 30 Grad, weil Außentemperatur hatten wir 30 Grad und da habe ich natürlich geölt, wie verrückt. Also geschwitzt, meine ich damit. Ja, irgendwann wurde dann auch wieder trocken. Ich bin wieder eingeschlafen. Wurde dann gegen 6 Uhr nochmal wach und ja, habe ich dann meinen Sohn versucht zu gratulieren zum Geburtstag, aber war in der Nähe von Österreich und hatte ich nur ein österreichischen Dings gehabt, Internet, und ich bin da nicht durchgekommen. Ja, dann bin ich dann wieder eingepennt, habe bis 20.30 Uhr geschlafen, bin wieder wach geworden, habe gegessen und habe weiter gepennt. Dann habe ich um 2 Uhr wurde ich nochmal wach, habe dann wieder weiter gepennt. Und dann um 3 Uhr bin ich dann aufgestanden, hat mein Wecker geklingelt. Und also hatte keine Langeweile, habe gut geschlafen, fühle mich ausgeruht, aber stinkig. Aber naja, so ist die Welt. Für mich nicht schlimm, nachher für die Fahrgäste im vollen Zug natürlich ein Problem, aber können ja ausweichen. Alles klar. 4.13 Uhr. Eben, ist richtig herrlich. Hier die Ärmel hochgekrempelt. Na, sieht man nicht. Weil es so schön warm ist, angenehm. Gerade mal bei Facebook drin gewesen. Hatte ich gerade mal Internet. Jetzt habe ich wieder keins. Habe ich gesehen, hier wie die Online-Kirche, wo ich auch in der Gruppe mit bin. Wie die. Wie heißt sie nochmal? Jetzt komme ich auf das deutsche Wort nicht. Der Choir, der Chorleiter, also der, wo praktisch eine Online-Kirche macht. So eine Art Priesterin oder wie immer man das auch nennt, oder Pastorin. Jedenfalls hat sie getanzt und hat halt dazu gesagt oder geschrieben, dass man für Gott tanzen sollte, wenn man sich glücklich fühlt. Gut, weil wenn ich jetzt tanzen würde, glaube ich, da wäre Gott nicht glücklich. Ja, der würde den Himmel wohl verschließen für mich. Aber Spaß beiseite. Ja, tanzen kann ich nicht, aber ich kann wandern. Und ich weiß, dass Jesus Christus bei mir war vorgestern. Beziehungsweise gestern, als es gedonnert und geregnet hatte. Er ist eigentlich die ganze Zeit bei mir. Ja, deswegen habe ich auch das Vaterunser gebetet. Als ich mal Angst hatte auf der Bank. Als die Blitze direkt über mir waren. Ich habe nur gehofft, dass mich keiner trifft. Ich habe gebetet, dass er mich noch ein bisschen am Leben lassen sollte. Wäre doch langweilig ohne mich hier. Ja, so ist das, Leute. So, ich komme gut voran. Jetzt war ich ja die ganze Zeit auf einer Bundesstraße oder Landstraße. Aber jetzt bin ich hier auf einem befestigten, asphaltierten Feldweg. Also alles gut, es läuft.
So. Alles klar, wir sehen uns, wenn irgendwas passiert oder wenn ich am Bahnhof bin. Mal gucken. Ach, das ist eine Scheißkamera. Kann man gar nicht die Enten sehen, die hier sind. Viel zu dunkel. Ding. Hier waren Bauernhöfe. So dunkel für die Kamera. Muss ich unbedingt mal einstellen. Ja. Come here. Come on, see. Come here. Come here. Hier, guck mal, was der Papa hat. Mit Kamera. Guck mal da rein. Come here. Hier. Guck mal da rein. Hm? Come here. Come here. Zeig mal dein schönes Gesicht. Ja. Ja. Zeig mal dein schönes Gesicht in die Kamera. Hm? Ja, fein. Ah, guck mal da. Guck mal da. Hm? Ja. Ja, hm? Guck mal. Hm, ja, fein. Hm, guck mal da. Oi. Guck mal. Guck mal ins Gesicht. Hm? Nicht beißen, sonst kriegst du einer, wenn du mich beißt. Hm? Ja, hm? Ja. Ah, dein Gesicht erinnert mich an einen Mann aus dem Dritten Reich. Hm? War kein guter. Hm, Kätzchen. Ja, mach's gut. Tschüss. Thank you.
bin ich hier 23 Kilometer bis Traunstein, 13 Kilometer Waging am See, 41 Kilometer vor Salzburg und 34 Kilometer vor Freilassing. Oh, seht ihr da auch, ich drehe euch mal da auf dem Schild. Und da hinten sind auch die Alpen. Ich drehe euch mal. Leider steht da was davor. Vielleicht sehe ich sie nachher ja besser. Oh. Ja, die Richtung muss ich dann das nächste Mal im Juli, 5. oder 7. Juli geht es ja weiter. Dann gibt es aber kein Zurück mehr. Dann geht es so lange weiter bis zum Kehlsteinhaus hoch. Oh. Also keinen mit dem Zug wieder zurückfahren und sowas. Erst nach 5 oder 6 Tagen bin ich wieder zurück. So, jetzt seht ihr die Dings besser hier. Die Alpen, die Berge. Zwar noch nicht hundertprozentig, aber ein bisschen kann man sehen. Oh. Vorne sieht auch das Schild. Bahnhof Wiesmühl, das ist mein Bahnhof. Also wir sind schon wirklich super. Wir haben jetzt gerade mal 5.18 Uhr. Also habe ganz schön Gas gegeben. Aber kein Problem. Dann werde ich noch frühstücken in aller Ruhe. Ich kann noch mal gucken, wenn ich so früh da bin, vielleicht kann ich auch einen Zug eher nehmen. Aber glaube nicht. Ich werde keinen nehmen, wo ich hier noch mehr umsteigen muss. Da habe ich keinen Bock drauf. So muss ich jetzt schon 5 oder 6 Mal umsteigen. Ich habe keinen Bock noch mehr umzusteigen, sonst komme ich ja gar nicht zur Ruhe im Zug. Und dann bin ich lieber ein bisschen später dran. So. Bahnhof, hier seht ihr es, ich drehe euch nochmal um. Bahnhof Wiesmühl. Gut. Also, wir sehen uns gleich nochmal. So Leute, hier ist der Bahnhof gleich. Wilde Schaf, du kleines Schäfchen. Ah. So. Wie gesagt, wir sind hier am Bahnhof. Und jetzt habe ich noch einen Zug, der fährt eher um 6.55 Uhr. Jetzt haben wir gerade mal 5.32 Uhr. Also, noch über eine Stunde Zeit, kann ich noch schön was essen und das Wetter genießen. Ja, und bin eine Stunde eher wie mein eigentlicher Zug. Also selbst wenn irgendwo Stau ist oder mal wieder zu spät oder so, liege ich immer noch gut in der Zeit. Ach ja. Da muss ich auch mal gucken, wo man hier hinkommt. Weiß gar nicht, wie viele Gleise die hier haben. Muss mal gucken. Also ich sehe nur eins. Toll, wo ist hier der Eingang? Oh, supi. Ist das der Bahnhof hier? Das hier nicht mehr. Bauzaun drum, was ist denn das hier? Guck mal, ob ich da durchkomme. Wenn nicht. Ey, das macht mir keinen Ärger, nicht aus dem Bahnhof. Aber die hat ja angezeigt, dass hier der Zug kommt. Abgeschlossen. Was ein Scheiß. Hier ist es. Baustelle.
Park and Ride. Hey, der Witzka. Das gibt's doch nicht, Leute. Die Schienen, da sehe ich ja schon. Oh. Da hinten ist Baustelle alles. Ach, weiß ja was, leck mich doch mal ab. Naja, ich will nichts sagen. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Hier ist eine Firma mit Kabel, also eine Baustelle beziehungsweise. Da ist Gleis 2, da sehe ich. Ach, jetzt muss ich ja noch hinkrabbeln, oder? Keine Ahnung. Hopp. Oh, mit dem ganzen Gepäck. Oh, das wird aber nichts, ey. Da rutsche ich raus, ey. Hey, die Witzka. Oh. Drei Gleise sehe ich, also wenn sie auch nicht haben. Ja. Meine Herren. Ach, hier wäre ich durchgekommen. Ja, wäre ich rein. Glaube ich damit, oder das ist auch ein Bauzaun. Ich guck mir das jetzt mal an. Alter, Witzka, ist doch nicht normal hier. Gleis 2, da muss ich hin. Wie im Wilden Westen hier. Good morning, Wiesmühl. Ne, hier kommst du aber raus. Mal größer machen, dass ihr es seht. Oh. Ja, umsonst geklettert. So. Ah, und da hinten ist wieder die Alpen. Gucken, ob man das hier besser sieht hier. Ah ja. Gut, ich werde erstmal frühstücken. So, ihr liebe Leute. Nächsten Monat, ich glaube den 7.7. oder den 5.7., keine Ahnung. Muss ich nachgucken, ist ja nicht so wichtig. Jedenfalls geht es dann weiter. Hier werde ich wieder ankommen. Also beziehungsweise hier irgendwo an irgendeinem Gleis. Und dann geht es weiter nach da hinten, wo die Alpen sind. Da geht es dann weiter nach zum Kehlsteinhaus. Und zwar sind nur noch in Anführungsstrichen ca. 70 Kilometer von hier bis zum Kehlsteinhaus. Und dann geht es bergauf, dann nochmal eine gewisse Strecke hoch. Ja. Und das werden wir schon schaffen, noch diese 70 Kilometer. Hab ja Zeit. Wie gesagt, von hier aus erstmal nach Sutheim. Von Sutheim nach Bad Reichenhall und von Bad Reichenhall dann zum Wohnwagen nach Berchtesgaden. Also ganz locker die Tour. Auch ungefähr immer so 20, 22 Kilometer pro Tag. Also ist ganz locker. Und das alles ohne Zelt, ohne Isomatte, ohne Schlafsack und den ganzen, alles, was man so fürs Zelten braucht, alles bleibt weg. Weil ich eine Unterkunft habe, eine Powerbank, nur anstatt zwei. Also wird der Rucksack auch leichter. Ah ja, so ist das. Ah, wenn wir mal weiter frühstücken. Ja. Noch eine Stunde, dann geht's los, zurück.
Camarados, ich bin hier im Auto bei meinem Arbeitgeber. Jetzt fahre ich erstmal kurz zu meinem Sohn zum Geburtstag gratulieren und dann fahre ich nach Hause. Dann haben wir es geschafft. Wir haben jetzt Uhrzeit 18.02 Uhr, bin aber allerdings schon vor anderthalb Stunden angekommen. War hier noch und habe noch ein bisschen gelabert und ja, mich ein bisschen frisch gemacht. Und ja, wie gesagt, jetzt geht's los. Ich habe mal geguckt, am 6.7. geht meine, also nach der Schicht samstags, den 6.7. geht's wieder zurück nach Tit Morning. Und von da aus dann 28 Kilometer, habe ich gesehen, sind das bis Sutheim. Also doch nichts mit Entspannung. Also da richtig Power geben. Danach dann die nächsten Tage, die werden dann entspannt. Aber einmal muss ich noch richtig reinhauen. Alles klar, ihr Strollchen. Wir sehen uns. Haut rein. Macht's gut. Bye, bye.